Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Trackmania. Ja, wir haben Sonntag und wir haben kurz vor 10:30. Die Leute, die am heutigen Sonntag online geguckt haben, wissen, dass scheinbar Jill Bianchi einen heftigen Unfall hatte und ich hiermit auch meine Gedanken an ihn sende. Also hoffentlich geht's dir gut, Jill, und komm heil da raus. So. Basteln wir heute, oder sagen wir mal, machen wir heute das Ende der Strecke hier. So, da geht's zur Box rein. Und da geht's zur Strecke. Scheiße. Das ist nicht gut. Das geht wohl nicht so, wie ich das da denke. Na gut, dann machen wir das anders. Dann setzen wir da eben ein anderes Teil hin. Oder auch nicht. Ach. Naja, egal. Sieht ein bisschen beschissen aus, aber beschissen ist zweitrangig. So, ich wollte hier an der Kurve was ändern. Die ist so, wie sie schön ist, ist schön, aber nicht so, wie ich sie haben will. Das geht noch nicht mal. Die Kurve ist größer als eigentlich geplant. Doof. Die ist länger. Es gibt keine so kurzen Kurven wie die hier. Na gut, dann lassen wir es so. Eben eine sehr verzwickte Sache da. Gut, Deko. Deko, Deko, Deko.
schön, aber nicht gerade so gedacht. So. Oh. Da wird das wohl ein bisschen knapp mit dem. Egal. Soll schon ein bisschen herausfordernd seine Strecke. Ja, ich weiß nicht, was mit dem Server ist. Ich hoffe, der kommt bald. Allen Anschein nach ist da irgendwie also, mit dem ich da gesprochen habe, der verantwortlich ist, entweder nicht da, oder er hat einfach keine Lust. Zumindest warten wir auf den Server. So, fahren wir sie mal kurz. Mal gucken, ob alles so klappt, wie es soll. Da könnten wir zum Beispiel nochmal so eine Art Schloss drin bauen. Oder wir machen das einfach voll. Eine Art Schloss, den ich kurz platziert werde. Oh! Okay. Dann eben. Nein. So. Dann versuchen wir es mal ohne Ghost-Modus, ob wir den dann platzieren können. Also wie es aussieht nicht. Doch. Und ich glaube, das Ding ist ein bisschen zu hässlich, oder? Ja, machen wir nicht. Das ist mir viel lieber so ein wunderschönes kleines Schloss nochmal dahin. Ja, ich hoffe mal, euch gefällt die Strecke. Zumindest ist es mal keine so 0815 Rennstrecke, wie es jedermann bauen kann, sondern schon was doch Besonderes. Auf wie viele Runden habe ich die hier angesetzt? Auf 3. Gut. Dann gucken wir mal, ob wir hier unseren Spaß hier haben. Ah, Teamplayer Gogol spielt auch gerade ein Stück weniger.
wird garantiert auch interessant, wenn dann die Leute dann hier fahren und treffen dann hier auf die Fahrzeuge dann, die von hier kommen. Die schnellste Runde, also die fliegende Runde, um allein schon mal zu gucken, wie lang die im Renntempo ist oder wie lange man braucht. Generell, die Sprünge teilweise über die Hälfte der Strecke sind ja garantiert lustig, wenn hier mehrere Fahrzeuge fahren, die dann schon einen gewissen Abstand haben, dass man die ja auch dann sieht. Auf dem Server wird es wahrscheinlich ziemlich lustig zugehen. Was natürlich mit dem Server ist, weiß ich momentan nicht. Das ist auch gerade sehr schade. Ich werde dementsprechend nochmal nachhaken, dass ich dann Informationen bekomme, die ich dann euch dann in der nächsten Folge hoffentlich weitergeben kann. Übrigens, falls euch es ja aufgefallen ist, zumindest ist es mir aufgefallen, dass irgendwie die Pixelrate bei YouTube extrem hoch ist bei dem Spiel hier. Ich weiß nicht, an was es liegt, ob es jetzt an Fraps liegt, ob es an die Grafik liegt, die ich benutze, also an meiner Grafikkarte. Ob es am Spiel liegt, ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß auch nicht, wie ich es lösen kann. Geschweige, boah, ein 1,58. Geschweige, wie ich das lösen kann. Und an die Leute, die denken, jetzt kann man hier richtig geil cutten. Freunde, da oben in dem Bereich, wo die Berge da oben sind. Der Komplex Kühnheim. Ich will einfach, dass die Leute hier normal fahren und nicht denken, man kann ja alles cutten und so weiter und so fort und hier und da. Also wenn man da in den Plexkin reinkommt, hat man Pech gehabt, hat man verloren. Und da könnt ihr die Strecke dann auch, wenn es auf dem Server ist, dann so dermaßen negativ bewerten, wie ihr wollt, die wird dann so bleiben. Die Leute, die es einfach nicht gereicht bekommen, normal zu fahren, Pferd zu fahren und denken, man kann hier überall immer kappen, die gehören einfach bei mir nicht auf den Server. Und wenn die meinen, es negativ zu bewerten, allein aus diesem Grund, weil sie dann einen Plex-Tune-Clip bekommen haben an einer Stelle, die eigentlich hätte sein sollen, glaubt mir, ich mache das schon so, dass die Plex-Queens da sind, wo sie hingehören. Ist zwar jetzt die Gefahr darauf hin, dass ihr mir jetzt hier auf dem Kanal sagt, ey, jetzt kriegst du aber ein Dislike, weil du das jetzt schon so verraten hast oder weil du das jetzt schon so gesagt hast hier. Leute, auch das ist mir Schnurz. Ernsthaft. Ich will einfach, dass die Leute hier drauf fair fahren können. Und dass die auch Spaß hier drauf haben. Ja, die zweite Runde war jetzt nicht so prickelnd. Aber okay. So. Und dann machen wir uns jetzt mal ein bisschen den Blick zum Thema, zum Thema Skript. Kann ich nochmal ranzoomen, wie war das?
Gruppe. Ich kann nicht ranzoomen. Ach so. So, gut. Und auch hier bitte seid fair und bleibt hier in der Spur. Auch wenn man hier dran jetzt vorbeifahren könnte oder so. Einfach nur um Fairness zu behalten. So. Importieren Verbrauchsgut. Gut. Neue Ansetzung. Ja, das ist einfach das Geniale daran, dass man schon die Skripts vorgearbeitet hat, gespeichert hat. So kann man sie dann nämlich jederzeit immer wieder benutzen. So, bleibt nur die Frage, reicht die Länge hier aus oder auch nicht? Das werden wir jetzt gleich testen. Also fahren wir eine Runde. Tankskript läuft. Zumindest ist der Verbrauchsskript gerade. Ja, wieso fährst du jetzt eigentlich eine komplette Runde? Ui, ja ganz einfach. Rückwärtsfahren auf der Rennstrecke ist nur erlaubt, wenn sie rückwärts auch dafür angelegt ist. Die Strecke ist aber hier nicht für rückwärts angelegt, also ist hier vorwärtsfahren die richtige Situation. Übrigens mein Team, das dann samstags oder sonntags auf den Server auf die Strecken dann auch testen, die geben dann sprich auch eine Bewertung ab und sagen mir, was eventuell als Außenstehend, also als externe Rennfahrer, als externe Rennfahrer hier nicht passt. Also ich werde mein Team dementsprechend auch berücksichtigen. Ich werde auch dann direkt die negativen Sachen, wie mein Team dann da rausschickt, dann auch überbewerten, sage ich jetzt schon. Ja klar, richtig bewerten. Eventuell wird das da die einzigste Stelle sein, wo eventuell Coxen meckern wird, weil man da so schlecht aufkommt. Aber das ist ja keine DSL-Map. Oder ESL. Oh, komm, dreh dich um. Ach, Glück gehabt. ESL, genau. Electronic Sports League. Nein, ich baue sowieso keine ESL-Maps, also daher... So, ab in die Box. Da kommt man mit 200 durch, aufgetankt. Da ist doch okay. Kann man nicht meckern. Zweite Runde wird angesetzt. Tanks funktioniert. Natürlich müssten wir jetzt sagen, wir müssten, drei Runden? Ne, 10 Runden komplett fahren, um allein schon zu arbeiten zu meckern. Coxer meckert ja immer noch, man sollte doch das Tanken doch so machen, dass man wirklich stehen bleibt. Coxer, ich gebe dir ja recht, aber es gibt so viele Bleifußidioten da draußen, die einfach da auch nur durchfahren. Und wenn sie dann eben 120 km/h nur durchfahren, sie bleiben nicht stehen.
Sie bleiben einfach nicht stehen und du kannst es so nicht skripten, dass sie dann stehen bleiben müssen. Das geht nicht. Das versuche ich dir aber schon die ganze Zeit zu sagen. Hoffentlich ist es jetzt endlich mal auf richtige Ohren gesprungen und nicht auf taube Ohren. Es ist für mich einfach die bessere Lösung, auch für die ganzen Fahrer dann. Ja, ich glaube, die Stelle wird wirklich eine miese Stelle werden. Oh, die Beine zu weit rausgerutscht. Im Schnitt 2 Minuten, trotz Box. Ich würde mal sagen, die besten Fahrer schaffen es bei 1,48 oder so oder 1,45. Da gerade wir diese Drift Kings, die es dann schaffen, das Fahrzeug so gut zu manövrieren, dass man kaum Zeit verliert. Glaube ich zumindest. Ja, so aber nicht. Ja, was wird die nächste Rennstrecke? Eine sehr gute Frage. Ich kann es euch echt nicht sagen oder behaupten. Aber ich denke mal, die nächste Rennstrecke wird definitiv eine werden, die es würdig ist. Darling, was machst du da? Ich baue mir einen großen Swimming Pool. Einfach nur ein bisschen Deko-Geschichte. Soll ja auch mal sein. Man soll ja Spaß haben hier. Da ich sowieso noch ein bisschen Zeit habe, muss ich dir ja wohl ein bisschen für vernutzen. Ja, dann mach doch dann bitte doch das Black Screen. Ja, Leute, ich mach's Black Screen gleich. Obwohl ich das eigentlich offline machen wollte, weil es ist schon ein bisschen, sagen wir mal, nervig. Okay. Ah, ich könnte aber... Fällt mir gerade so ein. Gucken, ob das gut kommt.
da einfach durchfahren muss. Ich glaube, dass die Stelle wird echt zum Negativen. Nee, das ist falsch. Testen wir es einfach mal. Auch wenn es lustig aussieht. Okay. Ein paar interessante Bodenwellen, die ich da reingehauen habe, natürlich. Das heißt, das Auto wird dann da dementsprechend auch wieder unten fast instabil. Aber gut, okay, das ist dann ein kleiner Risikoaspekt. Warum nicht? So, jetzt kommt gerade die Szene, die Stelle, wo ich sage, okay, schön gedacht, falscher Versuch. Ach doch. Okay, wenn das so easy bleibt. Ja, warum nicht? Minuten 2, der erste Runde. Was fahre ich denn dann eigentlich immer für Müll zusammen in den fliegenden Runden? Das teste ich jetzt. Wenn ich in der ersten Runde schon 2 Minuten 2 brauche und in den anderen Runden auch, dann habe ich beschlossen, Müll ich da fahren. Ah, oh, da ist schon der Timer. Ja, falls euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da. Falls euch die Folge nicht gefallen hat, bitte als Kommentar da lassen, was ihr gerne verändert haben wollt. Ich sag's auch immer wieder gerne zu meinen Abonnenten und zu meinen Spontanzuschauern. Wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, dann
abonniert mich. Und an meine Abonnenten, macht bitte Werbung für meinen Kanal. Je mehr Leute, desto interessanter wird's auch für mich. Kritiken, Anregungen, Ideen, immer gern gesehen, immer gern willkommen. Und 2 Minuten. Naja. Ne. Zum Beispiel, wenn ihr eine Idee habt, was für als nächste Strecke gebaut werden könnte, dann lasst es mich wissen. Auf jeden Fall wird die nächste Folge eine weitere Streckenvorstellung sein. Und zwar eine Strecke von Gorol. Dann ist das nämlich auch schon Hirsch und ich hoffe, dass bald mein Server da ist. Den ich dann euch dann auch dann präsentieren kann. Dritte Runde und schon Full Low. Mir fällt da gerade auf, ich habe es ja immer noch nicht geändert. Naja. Falls ihr irgendwelche Ideen habt, welche Streckenart ich bauen sollte. Und damit meine ich jede Art Strecken, sei es jetzt von Dirt, sei es normale Rennstrecken, sei es diese Plattenbaustrecken. Sei es eine futuristische, sei es eine Speedstrecke. Lasst es mich wissen. Sagt Bescheid. Wird garantiert da was machen kann. Jo, also in dem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag. Denkt an Jill Bianchi und drückt ihm die Daumen, dass er sich nicht schwer verletzt hat. Und have fun und good race. Ciao.